Ich werde darüber nachdenken, mein lieber Valmont. Es rührt mich, Sie um das Heil meiner Seele so besorgt zu... sehen. Ich werde nicht versäumen, meinem Gatten davon Mitteilung zu machen, dass der Himmel ihn zum Verweser all meiner Öffnungen gemacht hat. Nicht ohne Erwähnung der selbstlosen Quelle, aus der mir die Offenbarung sprang. Ich sehe, Sie teilen meine Vorfreude auf die Entdeckungsreisen im ehelichen Bett. Sie sind ein Heiliger, Valmont. Oder sollte ich mich in Ihnen getäuscht haben? Sollten Sie mich getäuscht haben? Spielen Sie ein Spiel mit mir? Was verbirgt diese Grimasse? Eine Maske oder ein Gesicht? In meinem Herzen keimt der schreckliche Verdacht, dass Sie mit dem Mantel der Gottesfurcht eine sehr irdische Leidenschaft bekleiden. Fürchten Sie, Valmont, den Zorn einer beleidigten Gattin! Fürchten? Was hätte ich von Ihrem Zorn zu fürchten, als den Wiederaufbau meiner erschütterten Tugend? Fürchten? Was gilt die Bekehrung des Sünders ohne den täglichen Dolchstoß der Begierde, den Stachel der Reue, die Wohltat der Züchtigung? Fürchten? Ich suche Ihren Zorn, Madame. Wie die Wüste den Regen, wie der Blinde den Blitz, der die Nacht seiner Augen sprengt, verweigern Sie meinem mir unbotmäßigen Fleisch Ihre strafende Hand nicht. Jeder Schlag wird eine Liebkosung sein, jeder Riss von Ihren Nägeln ein Geschenk des Himmels, jeder Biss ein Denkmal. Ich bin keine Gans, Valmont, wie Sie zu glauben belieben. Ich werde Ihnen nicht das Vergnügen machen, ein Werkzeug Ihrer abartigen Lust zu sein. Tränen, Milord. Wie nicht, Königin. Sie töten mich, wenn Sie Dolche reden. Vergießen Sie mein Blut, wenn das Ihren Zorn besänftigen kann. Aber verhöhnen Sie nicht meine besten Empfindungen. Diese Frivolität ist nicht aus Ihrer schönen Seele. Sie sollten ein Ungeheuer wie die Merteuil nicht kopieren. Sie sind eine schlechte Kopie, zu Ihrer Ehre. Verzeihen Sie, dass ich Ihre Hand benetze. Sie allein können den Fluss meiner Tränen aufhalten. Lassen Sie mich in Ihrem Schoß. Ach, Sie misstrauen mir immer noch. Lassen Sie mich Ihre Zweifel zerstreuen. Eine Probe meiner Festigkeit. Entblößen Sie zum Beispiel diese Brüste, deren Schönheit der Panzer des Kostüms ohnehin nicht verbergen kann. Der Blitz soll mich treffen, wenn ich auch nur die Augen aufhebe. Von meiner Hand zu schweigen. Sie soll verfaulen, wenn... Fallen Sie, Valmont, fallen Sie! Der Blitz hat Sie getroffen. Und nehmen Sie Ihre Hand weg, sie riecht faulig. Sie sind grausam. Ich? Übrigens muss ich Ihnen ein Geständnis machen. Sie laden eine Blutschuld auf sich mit der Verteidigung Ihres ehelichen Betts. So sterben Sie für eine gute Sache. Und wir sehen uns wieder vor Gottes Angesicht. Ich kenne mich nicht aus in der Geographie des Himmels. Ich hätte Angst, Sie zu verfehlen in den Gefilden der Seligen, die sehr bevölkert sind, wenn man der Kirche Glauben schenken darf. Aber ich spreche nicht von mir. Es handelt sich um das Blut einer Jungfrau. Die Nichte des Ungeheuers, die kleine Volange. Sie verfolgt mich. Kirche, Salon oder Schauspiel. Kaum, dass sie mich von Weitem sieht, schwenkt sie ihren jungfräulichen Hintern gegen mein schwaches Fleisch. Ein Gefäß des Bösen. Umso gefährlicher, als es ganz und gar unschuldig ist. Ein rosiges Werkzeug der Hölle. Eine Drohung aus dem Nichts. Ah! Das Nichts in mir! Es wächst und verschlingt mich. Täglich verlangt es ein Opfer. Einmal wird die Versuchung über mir zusammenschlagen. Ich werde der Teufel sein, der dieses Kind in die Verdammnis stößt, wenn sie mir nicht die Hand leihen und mehr als mein Engel, der mich über den Abgrund trägt, auf den Flügeln der Liebe. Tun Sie es. Bringen Sie Ihrer hilflosen Schwester das Opfer, wenn Sie schon gegen mich ein kaltes Herz bewahren, aus Furcht vor der Flamme, die mich verbrennt. Schließlich setzen Sie weniger aufs Spiel als eine Jungfrau.
Muss ich Ihnen sagen, wie der Himmel darüber denkt? Die Hölle wird es Ihnen dreifach danken, wenn Sie auf Ihrem ungeteilten Bett bestehen. Ihre Kälte, Madame, wirft drei Seelen ins ewige Feuer. Und was ist ein Mord gegen ein Verbrechen schon an einer Seele? Verstehe ich Sie richtig, Vicomte? Weil Sie Ihre Geilheit nicht zügeln können oder das, wie sagten Sie, wachsende Nichts in Ihnen, dem Sie täglich opfern müssen, ist Ihr philosophisches Vakuum nicht vielmehr die tägliche Notdurft Ihres sehr irdischen Geschlechtskanals? Und weil diese eine Jungfrau es nicht gelernt hat, sich mit Anstand zu bewegen, in welcher Lasterhöhle von einem Kloster muss das aufgewachsen sein? Soll ich das Glück meiner Ehe... Das sind nicht Sie. Dieses kalte Herz ist nicht das Ihre. Sie retten oder verdammen drei unsterbliche Seelen, Madame, mit dem Einsatz oder der Verweigerung eines Körpers, der ohnehin vergeht. Besinnen Sie sich auf Ihr besseres Selbst. Die Lust wird vielfach sein. Der Zweck heiligt das Mittel. Der Stachel des Opfers wird das Glück Ihrer Ehe vollkommener machen. Sie wissen, dass ich mich lieber töten werde als... Und verzichten auf die Seligkeit. Ich spreche von der Ewigen. Es ist genug, Valmont. Ja, es ist genug. Verzeihen Sie die schreckliche Prüfung, der ich Sie unterwerfen musste, um zu erfahren, was ich weiß. Madame, Sie sind ein Engel und mein Preis ist nicht zu hoch. Welcher Preis, mein Freund? Der lebenslange Verzicht auf den Kitzel der Wollust, die mein anderes Leben ausgefüllt hat. Ach, wie weit liegt es hinter mir. In Ermangelung eines Gegenstands, der meiner Anbetung wert war. Lassen Sie mich zu Ihren Füßen. Der Teufel kennt viele Verkleidungen. Eine neue Maske, Valmont. Sehen Sie den Beweis meiner Wahrheit. Womit sollte ich Ihnen gefährlich werden? Womit eindringen in die Krypta Ihrer Tugend? Der Teufel hat keinen Teil mehr an mir. Irdische Lust, keine Waffe. Wenn Sie Ihren Augen keinen Glauben schenken wollen, überzeugen Sie sich mit Ihrer zarten Hand. Legen Sie Ihre Hand, Madame, auf den leeren Fleck zwischen meinen Schenkeln. Fürchten Sie nichts. Ich bin ganz Seele. Ihre Hand, Madame. Sie sind ein Heiliger, Valmont. Ich erlaube Ihnen, meine Füße zu küssen. Sie machen mich glücklich, Madame. Und werfen mich zurück in meinen Abgrund. Heute Nacht in der Oper werde ich den Reizen der gewissen Jungfrau wieder ausgesetzt sein, die der Teufel gegen mich rekrutiert hat. Sollte ich sie meiden? Tugend wird faul ohne die Fleißarbeit am Dorn der Versuchung. Würden Sie mich nicht verachten, wenn ich der Gefahr ausweiche? Jede Kunst braucht Übung. Schicken Sie mich nicht unbewaffnet in die Schlacht. Drei Seelen sind im Feuer. Wenn dieses mein kaum gebändigtes Fleisch neu ausschlägt vor dem frischen Grün. Die Beute hat Gewalt über den Jäger. Die Schrecken der Oper sind süß. Lassen Sie mich meine geringe Kraft an Ihrer nackten Schönheit messen, Königin, beschirmt vom Zaun der Ehe. Damit ich Ihr heiliges Bild mir vor die Augen halten kann, wenn ich hinaustreten muss, in die dunkle Arena, eingesperrt in meinem schwachen Fleisch. Vor die Speerspitzen der Mädchenbrüste. Ich frage mich, Vicomte, ob Sie diesen Brüsten widerstehen werden.
Ich sehe sie schwanken. Sollten wir uns getäuscht haben im Grad ihrer Heiligkeit? Werden sie die härtere Probe aushalten? Das ist sie. Ich bin eine Frau, Valmont. Können Sie eine Frau ansehen und kein Mann sein? Ich kann, Lady. In mir regt sich kein Muskel, zittert kein Nerv, wie Sie sehen, vor Ihrem Angebot. Ich verschmähe Sie leichten Herzens, freuen Sie sich mit mir. Tränen? Sie weinen mit Grundkönigin. Tränen der Freude, ich weiß es. Mit Grund sind Sie stolz, so verschmäht worden zu sein. Ich sehe, dass Sie mich verstanden haben. Bedecken Sie sich, meine Liebe. Ein unkeuscher Luftzug könnte Sie streifen. Kalt wie eine Gattenhand. Ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, eine Frau zu sein, Marquise. Ich wollte, ich könnte es. Was ist? Spielen wir weiter? Spielen wir? Was weiter? Close, let me go. Did you hear me? I said no. Your skin cold as ice, and you have to pay the price. I think you never loved me, but I think that's what you need. Because now it's the time. You've been all over.